Ja. Auf. Ich nehme los an und jetzt der Marco das Gefühl, wir verpassen den Zug, weil ich noch nicht in den Laden mehr. Nein, wir haben wirklich unglaubliches Glück gehabt. Wieso? Unglaubliches Glück? Glaubst du, oder? Nein, wir haben unglaubliches Glück gehabt, dass der Zugchef uns gezeigt hat, dass wir aussteigen müssen. Oh ja, also welche Fahrtrichtung, das wird ja durchgehen. Und nein, das ist dann wirklich hoffnungslos verloren. Stellt euch vor, wir hätten nicht gewusst, auf welcher Seite dass wir nicht aussteigen. Dann wären wir vielleicht bis ins Zentrum Flughafen gefahren. Und wenn sie es dort noch nicht gesagt hätten, dann wären wir vielleicht nicht zurück nach Zürich gefahren. Und stellt euch vor, sie hätten es dort noch nicht gesagt. Dann wären wir wieder auf Genf gefahren. Aber das Lebensdrama konnte verhindert werden. Sie haben gesagt, auf welcher Seite dass wir nicht aussteigen. Und so sind wir jetzt in Dorf. Hi. Wie geht's? Also die Kunde hier in Lausanne hat viel Englisch redende Menschen. Was ist die Zukunft? Und komisch, sowieso alles komisch da. Da kann sicher noch nicht kommen. Da kann doch sicher nicht unser Zug sein. Sicher? Siehst du? Schau nach. Ja, wenn du die Kurve machst. Doch, Lausanne, heftig. Da fahren wir nämlich durch. Und jetzt gehen wir in voller Hoffnung in Zug nach Zürich. In voller Hoffnung da, dass auch der letzte Zug der Zeit, wo wir nicht aussteigen. Stellen wir euch vor, wir sind in Zürich und wissen nicht, wenn wir nach Zürich aussteigen. Okay, wir steigen halt in Bern. Es sind schon 2 Minuten, ich glaube, so lange wird es keine.